Ich habe ein gigantisches Problem. Ich fliege in einer Woche nach L.A. und genau dann ist ein richtig wichtiger Geburtstag. Ich muss die Party nicht verpassen, wenn ich einfach einen Roboter baue, den ich aus 9000 Kilometern Entfernung fernsteuern kann. Damit ich dann auch richtig mitfeiern kann, würde ich dem Roboter eine kleine Tischtennisballkanone verpassen, damit ich auch einfach Bierpong zocken kann. Dafür haben wir jetzt erstmal nochmal ein paar Tischtennisbälle bestellt. Und diese Tischtennisbälle können dann durch diese Acrylröhre geschossen werden. Oh oh. Das ist schon nice. Ich würde dann einfach ein Handy auf den Roboter packen, damit ich per Videocall sehen kann, was der Roboter sieht. Wenn ich das Handy dann als Hotspot benutze, kann ich auch kleine Ausflüge mit dem Roboter machen, überall dahin, wo es Mobilfunk gibt. So zwei Tage vor meinem Flug haben wir dann auch mal mit dem Bau angefangen. Weil wir gerade nicht mehr so viel Zeit haben, wollen wir nur noch Teile benutzen, die wir eh schon da haben. Motoren, Motordriver und einen Akku haben wir aus einem alten Hoverboard genommen, Servos, Spannungswandler und dann habe ich noch einen Microcontroller benutzt, der Wi-Fi unterstützt, der dann einfach die gesamte Logik übernimmt. Ich habe dann als allererstes einen Mini-Proof-of-Concept für die Serverlogik gebaut. Und ich kann jetzt auf meinem Handy hier einen Button drücken und damit den Motor steuern. So, ich habe jetzt so getan, als hätte ich ein paar wichtige Sachen angeschrieben. Und jetzt kann es auch losgehen. Ich fliege morgen um 6 Uhr. Das heißt, wir haben umgerechnet nicht mehr viel Zeit, so Sachen wie den Server richtig aufsetzen, vielleicht irgendwie ein cooles Interface bauen, damit ich den Roboter dann auch steuern kann. Das kann ich alles noch in LA machen. Aber jetzt muss ich erstmal diese ganzen Microcontroller-Sachen, die ich wirklich nur hier machen kann, fertig kriegen. Ich habe jetzt einfach die, weiß ich nicht, gefühlt letzte Stunde immer wieder irgendwelche Sachen gemacht, die ich dann nicht mehr, weiß ich nicht, die ich wieder rückgängig machen musste. Ja, guck mal, Julius ist immer so jemand, der sitzt so 50 Stunden einfach an so einer Kiste. Er hat jetzt schon eine kleine Box gemacht. Habe ich das richtig bewertet? Das ganze Innenleben und so hier, das muss alles recht präzise sein und überhaupt. Ja. Ich habe jetzt noch 2 Stunden 40 Minuten und es wird richtig knapp. Ich bin bei meiner Checkliste noch gefühlt gar nicht vorangekommen. Sieht jetzt gerade so aus. Ich bin wirklich am Ende ein bisschen. Ich habe noch 1,5 Stunden, um jetzt hier einfach diese ganze Technik fertig zu kriegen. Es wird ultra knapp. Das Problem ist dann halt, dass das halt einfach alles funktionieren muss. Und das ist jetzt nicht grundsätzlich immer der Fall bei mir. Für den Abschussmechanismus brauchen wir einen ziemlich starken Motor. Und da dachte ich natürlich sofort an einen Servomotor. Ich habe dann die Positionssteuerung, die normalerweise so einen Servomotor ausmacht, deaktiviert und ein bisschen festgeklebt, damit sich da nichts verruckeln lässt. Jetzt kann man den Servomotor ganz einfach unendlich vorwärts und unendlich rückwärts bewegen, wie so einen normalen Motor auch. Nur, dass man jetzt keinen zusätzlichen Motordriver mehr braucht und man hat eben diese coole Übersetzung da drin. Ich kann jetzt den ersten Test machen, 45 Minuten, bevor ich nicht mehr dran arbeiten kann. So, mir ist gerade aufgefallen, dass ich doch deutlich weniger Zeit habe, als ich denke, da ich noch einen Schnelltest machen muss, bevor ich dann überhaupt fliegen kann. Die Zeit ist halt davon gesprintet, aber ich bin natürlich ganz locker geblieben. Nicht so, wenn jetzt irgendwas schief geht, noch eine halbe Stunde. Und ich teste. Das macht mich schon ein bisschen stolz. So, das Spannende ist jetzt, dass ich in den Code schon reinschreiben muss, wie man später den Server erreichen wird. Aber der Server funktioniert noch gar nicht. Das heißt, ich muss jetzt reinschreiben. Ich programmiere den Chip, aber ich kann es jetzt noch nicht testen. Und dann bin ich an der Stelle erstmal fertig und kann richtig lossprinten zum Testzentrum und mir meinen Test holen, damit ich dann um 2 Uhr zum Flughafen fahre. Ich werde jetzt zum Flughafen fahren. Aktuell ist einfach nur ein bisschen Elektronik, die sich bewegen kann. Sieht nach nichts aus und kann auch nichts. Deswegen fehlt auf jeden Fall noch richtig viel. Es kann auch noch richtig viel schief gehen. Deswegen bin ich so gespannt, ob Julius das alles hinkriegt. Und dann ging's los. Let's fucking go. Wir sind dann losgeflogen. Hier bin ich ein bisschen am Strand lang gefahren. Hier habe ich einen richtig bösen Ort besucht. Und hier war ich in der Wüste. Bin dann am Strand auf so einen Pflanzen hingeflogen. Ew. Und hier habe ich den Verkehr ein bisschen aufgehalten, weil ich ein Foto machen wollte. Und komplett erholt ging's dann wieder nach Hause. Haben wir nicht was vergessen? Fuck, ich bin jetzt seit über 2 Monaten wieder hier und wir haben immer noch nicht alles fertig. Aber es sollte ja nicht mehr so viel sein, also los geht's. Rollen dran und fertig ist das Teil. Wir haben dann in über 20 Stunden die ganzen Teile gedruckt und es wird halt immer zum unpassendsten Moment fertig. Ey Julius. Ja? Ey, ich glaube, der Druck ist fertig. Nicht hier, da. Oh. Damit Überhänge überhaupt gedruckt werden können, werden automatisch Supportstrukturen erstellt. Die müssen dann immer noch entfernt werden, aber ohne geht's halt nicht. Relativ schnell sind wir dann doch noch auf ein Problem gestoßen. Der Abschussmechanismus hat nicht, abgeschossen. Nein. Hä, warum ist es denn so ultra slow? Wie wird's jetzt mit 2 Federn? Mal gucken, ob es irgendwas ändert. Ist immer kaputt gegangen.
Ey, wenn das halt jetzt gehen würde, wäre halt so entspannt. Das ist halt echt so schade, dass es nicht geht. Da weiß ich jetzt auch echt nicht genau, wie wir es überhaupt machen wollen. Also wir haben im Internet ein bisschen geguckt und wir haben da so einen Dude gesehen, der das in einem Uni-Projekt gebaut hat. Und der hat halt einfach einen Lüfter benutzt. Wir haben jetzt hier halt zwei Lüfter, die von der Größe und Performance vielleicht nicht komplett passen. Wir haben das ja vorher noch schon mit dem IDF getestet. Wie man hier sieht, funktioniert das grundsätzlich schon mit einem Lüfter. Allerdings wollen wir jetzt nochmal nicht ein IDF kaufen. Ja gut, das haben wir dann nach dem vielversprechenden Lüftertest doch gemacht. Aber das ist schon voll gut. Aber ist halt trotzdem komplett scheiße. Das ist richtig gut. Guck, den kannst du nicht mehr fangen. Boah. Okay, gut, wir haben gelernt, das geht nicht mit Lüftern, also vielleicht schon, doch, aber... safe! Also es wir geht haben aber nicht gelernt, so geil. Dass unsere Lüfter kacke also sind. Jetzt ist schon wieder bei Müll. Da wir das trotzdem am schönsten finden, ist eigentlich mit so einem federgespannten Abschussarm-Mechanismus zu machen, versuchen wir das jetzt nochmal zum Laufen zu bringen. Ich habe jetzt einmal eine V2 gedruckt und guck mal, ob das damit funktioniert. Ich habe jetzt ein paar kleine Sachen verändert, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Es fliegt auf jeden Fall schon mal ein gutes Stückchen weiter. Boah, aber es geht. Ey, es geht einfach. Oh. Geil. Dann konstruiere ich direkt mal mit diesen neuen Kriterien einfach ein neues Design für diese Abschlussanlage. Um zu gucken, wie stark die Feder ist, damit ich mir ausrechnen kann, wie stark die Übersetzung sein muss, da beim letzten Mal der Servus ja nicht geschafft hat, die Feder zu spannen, teste ich es jetzt einmal. Dafür habe ich mir jetzt einfach eine Wasserflasche rangegangen hier unten, die wiegt 1,5 Kilo. Damit kann ich gucken, wie viel länger die jetzt ist und daraus kann ich dann die Federrate errechnen. Mit der Federrate, welche 10 Newton pro Zentimeter ist, wie wir jetzt herausgefunden haben, können wir uns dann ausrechnen, welche Übersetzung diese Konstruktion haben muss, damit der Servo das schafft, die Feder zu spannen. Dann ging es auch an die ersten Tests. Ich habe jetzt die geupgradete Version einmal eingebaut. Gucke jetzt mal, ob ich schaffe, einen Becher hier hinten zu treffen, um mal so ein bisschen so ein Real-Life-Szenario darzustellen. Oh lol, das war actually viel zu weit. Die Gute ist jetzt irgendwie ein bisschen extrem unpräzise geworden, also der schießt irgendwie immer quer in alle Richtungen. Ich weiß nicht, wie man damit zielen soll, aber egal. Also wir haben jetzt auf jeden Fall einmal das ganze Ding getestet und es funktioniert soweit. Ich kümmere mich jetzt nochmal darum, dass es alles ein bisschen ordentlicher hier unten ist. Wir hatten nämlich auch zwischendurch nochmal so einen Kurzschluss gehabt, weil halt die ganzen Boards hier so frei liegen und die ganzen Kabel. Deswegen isoliere ich das Ganze nochmal. Das wäre eigentlich schon geil, wenn er sich jetzt so noch bewegen könnte. Und den Tisch umschmeißen, nachdem er verloren hat. Er sieht nicht aus wie ein Gespenst, aber ich finde ihn süß. Ja. Yeah. Mega geil, Junge. Auf jeden Fall kann man jetzt einfach mit WASD steuern, das ist echt ziemlich geil. Also man kann jetzt hier einfach am Computer mit WASD steuern. Dann wird das irgendwie über den Server und über irgendwelche anderen Kümmeldinger weitergeleitet. Warte Leo, du kannst ja mal einen Ball abschießen. Digga, liegen überall einfach so viele Tischtennisbälle rum, das ist so krass. Nein. Ich musste ein cooles Level, aber irgendwie an meins angleichen. Und deswegen habe ich ihm dann noch zwei hässliche Augen verpasst. Ja, ich würde sagen, der funktioniert richtig geil. Und ich bin morgen auch wieder in Österreich. Das heißt, wir können diese Fernfernsteuerung auch das erste Mal wirklich testen. Da macht Julius hier einfach nur Clone Polly und wir spielen ein bisschen Bierpong. Ich hab richtig Bock auf Party. Ja, ich bin dann in Österreich aufgewacht. Sah eigentlich ganz cool aus. Und danach war ich irgendwie auf so einem Berg. Ja, alles ging irgendwie auf einmal so schnell und ich stand da auf so einem Fels. Naja, am Ende bin ich noch von so einem Berg gefallen. Dann ging es auch los. Ja, also ich bin auf jeden Fall krass begeistert, wie gut das jetzt funktioniert hat. Du bist jetzt auf der Wiese. Oh oh. Ey Leute, Leo ist da. Schieß mal, Leo. Ey, kann sein, dass der kaputt ist? Das wäre schon sad. Meine Chance. Ja. Ja. Ey, die Bälle rutschen schon wieder. Ich sitze hier halt fast 1000 Kilometer entfernt von diesem Roboter. Und trotzdem, wenn ich so eine Taste von meinem Laptop gedrückt habe, hat er halt innerhalb von weniger als einer Sekunde reagiert. Oh, ey. Ey, es ist einfach so ein Mars Rover. Komm, ich will ihn fangen, Leo. Okay, let's go. Oh, oh, das ist ein Hindernis. Hallo. Du kannst ja mal zum Bierpong-Tisch fahren. Hier ist nichts im Weg, Leo. Ein Hund, überfahr den Hund. Der Hund, überfährst den Hund. Und hätte man das jetzt noch mit einem Hotspot von dem Handy verbunden, hätte ich jetzt halt einfach die komplette Straße alleine runterfahren können. Und das finde ich schon wirklich krass. Julius? Ja? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Warum? Ich weiß nicht. Es kann sein, dass Wi-Fi einfach zu schlecht ist. Ich hatte trotzdem Spaß. Für alle anderen war es, glaube ich, auch ganz cool anzugucken. Ey, yo. Ey, Leo ist da, Leute. Moin. Hier ist in Österreich. Ja, die Bierpong-Funktion hat halt jetzt auch nicht so gut funktioniert.
Die Bälle rutschen irgendwie nicht so richtig nach, Leo. Ist irgendwas passiert? Ich habe es zumindest nicht gesehen, ob ich getroffen habe oder nicht. Deswegen muss ich mich jetzt drauf verlassen, was die anderen gesagt haben. Okay, machen wir nochmal. Machst du dein Gesicht dann noch weg? Der kam gut, ey, oder? Ey, was war schon besser? Oh, der war mal gut. Der war jetzt aber knapp, oder? Das habe ich doch gesehen. Er hätte vielleicht ein bisschen früher fertig werden können. Aber jetzt gibt's hier auch regelmäßig wieder Content, da würde ich durchpowern. Also lasst ein Abo da und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Willst du noch was sagen, Julius? Nee, ich will gar nicht.